Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Wir haben hier in Hilden noch ein, zwei Sachen zu kontrollieren, aber damit noch ein wenig Zeit von der Uhr geht, haben wir noch eine Kleinigkeit, die wir vorher erledigen können. Die haben wir am Donnerstag festgestellt, und zwar, wenn wir hier bei der Linie sind, die im Endeffekt Waren für Döbeln herstellt, produzieren wir viel zu viel Stahl und viel zu wenig Plastik. Aber da können wir nachhelfen, indem wir diesen Zug noch größer machen, noch länger machen, dass der im Endeffekt mehr Öl anliefert zum Plastik herstellen, beziehungsweise vorher auch erstmal das Rohöl anliefert. Hier liegt immer genug. Ihr seht, der hat gerade aufgeladen und es liegen immer noch 300 Öl hier. Zwei Optionen: entweder einen Zug länger machen oder eine zweite Linie, einen zweiten Zug. Ich weiß noch nicht genau, was genau ich davon bevorzugen würde. Produktionen laufen auf jeden Fall auf 400 von 400. Transport und Versand ist aber nicht voll. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ob das heißt, die haben noch was auf Lager, was abtransportiert werden könnte. Oder ja. Oder die transportieren wirklich schon alles ab, was was produziert wird. Leider können wir nicht sehen, wie viel hier auf Lager wäre. Wenn ich das jetzt konfiguriere, kann ich hier auch nichts anderes einstellen. Wie fahren wir denn? Wir fahren von hier dahin, fahren dann hier vorbei und fahren hierhin zurück. Ja, das könnte man auch mit zwei Zügen machen. Verschwinden hier teilweise Rohstoffe? Ja. Auch das noch. Aber am besten wäre ja zweispurig. Dann haben wir vielleicht auch noch einen etwas besseren Takt, auch was die Produktion angeht. Weil der Zug hat noch Luft nach oben. 168. 112 liegen hier. Hier haben wir auch noch ein bisschen Luft nach oben bei der Produktion. Wie sieht das hier hinten aus? Auch noch. Okay, es liegt an der Anlieferung. Ja, dann würde ich sagen, machen wir eine zweite Strecke, beziehungsweise auch einen zweiten Zug. Den einen Zug ja einfach kopieren, beziehungsweise klonen, und dann wird er automatisch auf die Linie gesetzt. Ich hoffe mal, das funktioniert so einfach. Die Theorie klingt gut, aber da wir über die Plastiklinie müssen, und ich glaube, wir müssen vorher, wir sind richtig komisch auf die Linie gekommen. Wir sind, glaube ich, erst bis hierhin gefahren, haben den Haltepunkt eingegeben. Ja, ich gucke gleich einmal. Ich baue jetzt einmal die Linie zu Ende. Im Zweifel muss ich nochmal irgendwie ein Gleis bauen, dass wir irgendwie irgendwo abkürzen. Aber so viel zum Thema Theorie klingt einfach. So, hier werden wir ein Linksfahrgebot machen. Allein aus dem Grund, dass wir hier nicht halten, sondern vorbeifahren. Da haben wir das zweite Gleis. Hier müssen wir gucken, wie wir das machen. Du würdest ja dann hierher kommen. Das kann erstmal weg, das brauche ich gleich. Das heißt, du kommst von hier und willst hier drauf. Nein, will er nicht. Doch. So möchte er, also da sollst du dann erfahren. Das ist ein bisschen zu lang geworden, aber das stört mich nicht. Und hier, ich will das nicht oben auf der Brücke haben, deshalb mache ich sie vorne hin. Hier reicht ja so ein ganz kleines Gleis. Und jetzt nur noch die Signale und dann sollte das Ganze hinhauen. So, ich fange jetzt einfach hier mit den Signalen an. Hier hältst du ja eh. Ich packe dir da trotzdem mal eben eins hin. Ich mache auch mehrere Signale, weil die Strecke nicht so lang ist, dass wir einen guten Takt hinkriegen. Das soll ruhig offen bleiben. Und falls der Bahnhof belegt sein sollte, einmal bitte hier warten. Hier gucken wir auch wegen den
Wegen den Schranken. Die sind relativ früh. Also, da können wir das Signal sogar relativ schnell relativ nah dahin setzen. Hier ist der Abstand, würde ich fast schätzen, doppelt so groß. Hier können wir gerne auch einmal halten, weil wir haben den Punkt hier schon nicht als Haltepunkt. Und dann, ja, je nach Takt, auch nochmal hier. Gucken wir, ob die Linie umgesprungen ist. Ist sie, damit das auch so bleibt. Machen wir Einbahnverkehr für die Züge. Und jetzt gucken wir einmal, wenn wir schon mal dabei sind. 41 Jahre alt, macht Gewinn. Wir machen jetzt eh einen zweiten Zug, da würde ich jetzt gar nicht viel dran rütteln. Und einmal gucken, wie viel PS wir haben, wie viel Leistung wir haben, wie viel KW. Das ist garantiert elektrisch mit so viel Leistung. Oh ne, der ist sogar noch einer, sogar noch mehr Leistung. Dann ist das der hier. Unterschied wäre da im Jahr. Oh, wäre eine halbe. Ne, mehr. 700.000. 650.000. Können wir uns ja sparen, der schafft die Strecke ja auch so. Und hiervon haben wir 15 Stück. Heißt 270 Kapazität. Kostet uns 34 Millionen der Zug, hat er uns aber in seinen 41 Jahren auf jeden Fall schon erwirtschaftet. Das ist kein Problem. So, wie kriegen wir jetzt einen weiteren Zug auf die Linie? Wir müssen auf jeden Fall einmal über die Plastiklinie fahren. Was ist das hier? Hier könnte ein Zug lang fahren. Dann müssten wir nur hier einmal abkürzen. Gucken wir mal, ob die das hinkriegen. Beziehungsweise gucke ich erstmal, ob ich das hier bauen kann. Okay, das ist schon mal das geringste Problem. Dann würde ich den, hoffen mal, der nimmt einfach das Depot, weil es am nächsten ist. Fahrzeuge verwalten und jetzt. Ja, da ist er. Da müssen wir jetzt einfach mal kurz abwarten, ob er es schafft, ins Depot zu fahren. Auf die Linie zu fahren. Hat auf jeden Fall noch keine freien Wege. Na, das kann natürlich jetzt ewig dauern. Wenn der einmal unterwegs ist, dann wird es funktionieren. Aber können wir gleich einmal gucken. Wie läuft das Ganze denn hier in unseren neuen Bergwerken? Produktion ist voll. Versand ist auf jeden Fall über 400. Wir sind gerade bei 450. Der hat auch einiges auf Lager. Das ist gut. Ich hoffe, der auch noch. Ja, hier schwächelt Kohle gerade ein wenig. Die Produktion ist, glaube ich, auch eingebrochen, weil die Kohle fehlt. Das heißt, Kohle fehlt. Da können wir auf jeden Fall schon mal direkt nachhelfen. War ja eine Überlegung, hier nochmal ein Kohlebergwerk hinzusetzen. Dann müssen wir jetzt einfach auch nochmal von hier Kohle anliefern. Ne, Schienen brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt brauche ich eine Landstraße. Kann ich die Ampel hier wegmachen? Ja. Da brauchen wir keine Ampel. Die können rausfahren, wenn sie frei haben. Und das wird hier sehr, sehr häufig bzw. immer der Fall sein. Wir können das jetzt hier bauen, wir werden aber ziemlich lang, dann bauen wir, ja gut, das machen wir, dann bauen wir zwar hier in die Natur, aber machst du einfach trotzdem mal, damit es hier besser dran passt. Konfigurieren, Güter, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Neue Linie, 1. Dann ist das jetzt, jetzt muss ich aufpassen, Al-Giersbach,
Kohleanlieferung 3 LKW schon. Und wir brauchen, ich nehme jetzt einfach so viele Fahrzeuge, wie wir hier drauf haben. Wir kriegen das fast mit einem guten Takt hin. Hätte ich, kann ich noch eben verkaufen. Ah, okay, hat gerade aufgeladen. Ja, die laden sich nämlich auch nicht voll. Wie alt seid ihr denn? 4 Jahre, okay, da muss ich nichts machen. Wir haben 7 Fahrzeuge auf der Linie, dann nehmen wir auch 7 Fahrzeuge für die Linie. Gut, haben wir auch jetzt dafür neue Kohle gesorgt. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt weiter anläuft, beziehungsweise wieder anläuft. Wir gehen hier nämlich immer weiter runter. Der Zug steht aber immer noch hier. Der kriegt wohl kein Signal, dass er losfahren darf. Wie möchte der denn überhaupt fahren? Hat er jetzt auf den Zug zufällig gewartet? Ich frage mich nämlich auch gerade, wie er fahren möchte. Wenn er hier raus möchte, hätte er schon vorfahren können bis hier. Wenn er hier raus möchte, hätte er schon bis dahin vorfahren können, aber er tut's nicht. Oder willst du hier oben hin? Der müsste eigentlich hier rüber fahren. Jetzt fährt er zumindest bis dahin schon mal. Das ist ja schon mal gut. Dann blockiert er zwar ja einmal alles, aber ich hoffe, dass wenn der Stahlzug ihn vorbeilässt, beziehungsweise vorlässt, dass es dann funktioniert und wir hier nicht alles anhalten. Wie sieht es denn mit dem Stahlzug aus? Der müsste auch alt sein. 41 Jahre ist alt. Naja, geht's so semi von dem, was er uns einbringt. Könnte man vielleicht auch mal ersetzen. 4,9 Millionen kostest du im Jahr. Oder? Doch, 4,9. Fahrzeuge verwalten. Vielleicht können wir da auch mal kurz was dran machen. 10 Waggons sind 180 Kapazität. Du hast 4600 Leistung. Schöne Diesellokomotive hat hier auch 4,6. Kriegen wir das hin? Ja, 3,1 ist zu wenig. Ja, ich weiß, wir hatten hier uns für den Big Boy entschieden, weil das zu Stahl passt. Weil der kostet halt auch 2,8 Millionen im Jahr. Die 2,8 sehen gerade gar nicht so schlecht aus. Ist weniger. Am H ist egal bei der kurzen Strecke. Bei 3,1 und wäre elektrisch. Ja, vielleicht müssen wir mal doch ein bisschen mit der Technik gehen. Wir haben ausgezeichnet gerade. Ja, wir sparen jetzt 200.000. Okay, der möchte immer noch nicht losfahren. Er hätte hier die Möglichkeit loszufahren. Dann holen wir den schon mal ein bisschen nach vorne, dass unser Stahlzug vielleicht mal wieder fahren kann. Ist jetzt nicht gedacht, dass das so ein Problem darstellt. Ich habe gehofft, dass wenn der einmal das freie Signal kriegt, nicht der, sondern den wir eigentlich auf der Linie haben wollen, wenn der ein Signal, dass der ein Signal kriegt, wenn der Zug hier steht und einfach mal da stehen bleibt. Dass dann der
neu gekaufte Zug einmal die komplette Linie fahren kann. Dann würde der Plastikzug zwar hier stehen, gegebenenfalls auch der Stahlzug. Ja, nee, der Stahlzug, denke ich mal, müsste auch. Der Stahlzug hätte auch irgendwo stehen bleiben müssen. Aber dass, wenn die dann einmal. Wenn der eine Zug das Signal kriegt, dass alle stehen bleiben, war so die Hoffnung. Aber anscheinend ging das nicht auf. Der ist jetzt aber ganz schön flott hier hingekommen. Der wird jetzt aber noch kurz warten müssen auf den Zug. Hier haben wir auch den Big Boy, sehe ich gerade. Und die Linie macht keinen Gewinn. Vielleicht müssen wir auch hier nochmal auf Elektro umsteigen. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den noch anhalten muss oder ob der einfach fährt, wenn der vorbei ist. Weil der hält natürlich jetzt auch hier ein bisschen was auf. Okay, er fährt los, sehr gut. Du bist auch 41 Jahre alt, ja, dann trifft sich das doch vielleicht ganz gut. Geh mal nochmal mit dem China und guck mal, was das Ganze bringt. Oh, die goldenen hier sehen auch sehr nett aus. Aber wir brauchen gerade nicht 6400 Leistung. Rein Gold, Gold. Uhuhuhuhu. Aber 4 Millionen? Ein Gold blau. Oh. Unter Polizeiberatung. Fazit Natur. Nett hier. Ah, hier ist der Metropolitan. Wir haben ihn gefunden. Aber hat nur 6,4. War mal der kräftigste Zug. So, wir wollen 12 Waggons von denen haben. Wo wart ihr drunter? Wir stellen jetzt auch mehr her, deshalb können wir ruhig bei den 12 Waggons bleiben. Und sparen wieder 200.000 im Jahr. Die 200.000 könnten hier eine Menge ausmachen. So, er kommt zumindest jetzt an. Und er fährt jetzt auch los. Gut, hat natürlich jetzt ein bisschen den Zeitplan durcheinander geworfen bei den Produktionen. Aber er ist jetzt auf seiner Linie auf jeden Fall. Wie sieht der Takt aus? Oh, sieht sogar gerade ganz gut aus, wenn er da hinten ist. Haben wir das auch soweit. Stahl. Döbeln 146. Achso, ja, das ist natürlich jetzt nochmal gestiegen. Weil der ja gerade nichts abgeholt hat. Dingberg am Main kriegen wir auch die Zahlen nicht weg. Die bleiben irgendwie konstant. Gut, das dauert natürlich, bis die LKWs da hinten angekommen sind und die Produktion hochgefahren ist, dass wir da so viel Kohle produzieren. Das hier gleicht sich aus, das ist gut. Aber im Endeffekt interessiert uns die Linie mit dem Diagramm. Das Diagramm sagt, wir steigern uns enorm, was die Stahlproduktion angeht. Und ich hoffe ja, dass das jetzt einfach gleichbleibend ist. Und das letzte, was wir noch aufzuholen haben von der letzten Folge, was wir noch kontrollieren wollen, ist, ob wir jetzt wirklich hier noch Maschinen transportieren. Das tun wir. Und hier liegt auch nichts. Das ist gut. Also haben wir das jetzt, dass Maschinen auch nach Hilden kommen. Haben zwar nur 40% gerade, hier dürfte das Ganze noch ein Unterschied sein. Wie wir sehen, ist es so. Produktion fährt aber auch hoch. Hier könnte bestimmt ein, zwei LKWs mehr pro Linie. Ich mach mal, wenn ich ersetzen, mache ich ein oder mache ich zwei? Wie sieht denn die Produktion eigentlich aus? Ja, die Hälfte. Wir machen mal fünf. Dann müssen wir nämlich jetzt nicht erstmal wieder hier hingucken. Dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Zeit für Neues. Also hat Hilden jetzt auch
beide Produktionen und die werden hoffentlich noch steigen, beziehungsweise die 80%, die kriegen wir gerade irgendwie nicht höher hin. Aber soll ja auch jetzt erstmal egal sein, Hauptsache das untere steigt und da sind wir bei 40%. Hilden hat jetzt 189 Einwohner. Wie sieht es in unserer Statistik aus? Ist nicht mehr die kleinste Stadt. Dadurch. Garz ist jetzt unsere kleinste Stadt. Von Emissionen ist Gehilden sogar gut. Dafür, dass ich hier gerade zu viele LKWs... Achso, hier fahren gerade zu viele LKWs wegen den neu gekauften. Eine Sache interessiert mich aber gerade mal. So eine... Ne, das können wir auch... Das können wir doch hier gucken. So ein... Ne, das... Da wollte ich gucken. So eine Tram. Die zum Beispiel. Die habe ich mir vorher auch mal angeguckt, weil ich die in Hilden mal eben ersetzt hatte. Die waren nämlich 40 Jahre alt. Ich habe gesehen, die rosten. Dann dachte ich mir, komm, ersetze die mal ganz kurz. Hat 67 Emissionen. Okay, es geht auch noch ein bisschen besser. Wir brauchen leider nur nicht 43 Kapazität. Ich wollte mal gucken, was denn vielleicht umweltfreundlicher ist. Ja, 67 ist gar nicht so schlecht. Wir haben ein paar mal 65. Aber was wirklich Besseres haben wir nicht. Einmal 63, das müssten die Varianten gewesen sein. Oder haben wir nochmal einmal 63? Nee. Einmal der Vergleich zwischen Tram und Bus. Wollte ich ziehen jetzt. Hat auch 63. Okay, da gewinnen und verlieren wir nichts. Da fiel mir gerade nur auf, weil hier in Hilden steht, dass wir eine gute Emission haben. Ne, das war das Falsche. Hier. Ne, warum ist da? Gut. Das hat mich gerade nur ein bisschen verwundert, ob das vielleicht mit den Trams zusammenhängt oder irgendwie so. Aber... Nee, das haben wir jetzt gerade gesehen. Vielleicht liegt es einfach an der Menge der Trams. Könnte natürlich gut sein. Wir nehmen eine Tram mit 44 Kapazität. 63 Emissionen. Könnte Busse ersetzen. Vielleicht müsste man langfristig nochmal alles auf Trams umbauen. Dass wir einfach aus zwei Bussen eine Tram machen. Natürlich auch wieder gut für die Emissionen. So, womit fangen wir denn heute noch an? Wir haben ja morgen was, wo wir weitermachen können. Wir nehmen einfach mal eine kleine Stadt und gucken mal, wo noch keine zweite Industrie ist. Wir sind so langsam ganz gut dabei, wie ihr seht. Aber hier, Alpiersbach. Eine Stadt, wo richtig viel los ist. Eine Stadt, die eigentlich richtig viel Nahrung braucht. Und dafür sind die Werte schlecht. Dann gehen wir nach Alpiersbach. Alpiersbach ist ja eine unserer ersten größeren Städte gewesen. Von der Fläche her ist es auch ziemlich groß. Anscheinend wohnen hier einfach nicht viele Leute. Und wir haben doch irgendwie Probleme mit der Getreideanlieferung. Ja, dann gucken wir uns dann heute mal Alpiersbach an. Lebensmittel verbessern wir, wenn es geht, noch. Aber wir brauchen auch Maschinen. Haben wir denn überhaupt noch eine Maschinenfabrik, die ohne Funktion ist? Wir zwei in den Nachbarstädten. Klingenberg hat Maschinen. Hilden hat Maschinen. Da könnte man alternativ was abzweigen. Ich wäre mir aber nicht zu schade, irgendwo im Nirgendwo auch nochmal was herzustellen. Also nochmal Maschinen. Um dann einfach mit dem Zug... Der kann ja, wenn das finale Produkt einmal fertig ist... Kann der Zug auch von mir aus ein bisschen länger sein oder eine längere Fahrt haben. Und dann bringen wir das einfach so nach Alpiersbach. Hier kommt auf jeden Fall Produktion nicht hinterher. Da kümmern wir uns einmal schnell drum. Hier habe ich eine Maschinenfabrik gefunden. Ohne Benutzung. Gucken wir einmal, ob wir die vielleicht noch woanders für brauchen. Kann man das irgendwie sortieren nach Cargo? Ja, scheint nicht so ganz zu funktionieren. Gehen wir einfach einmal durch. Haben wir. Sehr gut. Können wir die für Alpiersbach benutzen. Wie viele Städte fehlen uns allgemein überhaupt noch? Machen wir nach Namen. Alpiersbach, wissen wir. Sind wir dran.
dann ist nur noch Palenberg mit Werkzeugen. Okay, das heißt, wenn wir irgendwas aus dieser Ecke hier klauen, machen wir nichts verkehrt. Das gefällt mir. Ich sehe nämlich hier schon Wald, Bretter. Und Stein müssen wir uns woanders herholen, aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach heute nochmal die letzten paar Minuten ein bisschen. Gucken wir uns das hier an. Also, voll, nicht voll. Volle Produktion. Haben wir noch was? Volle Produktion, null Versand. Okay, da haben wir noch nichts. Aber auch das hier wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Aber zumindest mal einen Überblick verschaffen. Ich sehe auch, wir haben noch ganz alte LKWs und. Alte Wege, also hier werden wir noch gut beschäftigt sein. Das wird nicht mal eben abgeschlossen sein. Das Kapitel Alpiersbach. Dafür, dass die Stadt gar nicht so groß ist, wird die uns doch Arbeit machen. Dann fahren die LKWs schon mal ein bisschen schneller. Ich mach das nur mal eben ganz grob. So, da endet das Ganze. Wir haben ja auch noch Gleise, die komplett unbenutzt sind. Frage ist, wo liefern wir an, dass beide gleichmäßig versorgt werden? Wir haben hier eine Getreideanlieferung. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir hier das Ganze hierhin verlagern, dass es gleichmäßiger ist. LKW-Stationen. Es kommt ja noch eine dritte Linie dazu. Ich mache das Ganze ein bisschen größer. Straßenanschluss. Auch hier mache ich mal die Ampel weg. Vielleicht bringt uns das irgendwas. So, da sollen jetzt alle drei Linien am Ende hinführen. Wir werden jetzt aber nur noch mal eben zum Abschluss die dritte Linie hier in Betrieb nehmen. Genau andersherum, so rum. Konfigurieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist dann Alpiersbach, Getreide, 3 LKW. So, und wir transportieren nämlich nur 200. Das darf man bei Getreide bzw. bei Nahrung nicht vergessen. Und wir könnten doch auch bestimmt den Kipper nehmen, oder? Ja, der macht auch Getreide. Das heißt, wir brauchen 200 durch 38 macht 5, irgendwas. Wir runden auf 7, weil der Weg so lang ist. Deshalb auf 7. So, haben wir den auf der Linie. Die anderen Linien müssen wir mal danach ersetzen. Da sind noch die ganz, ganz kleinen und alten LKWs. Ihr seht, das wird noch umgeändert. Aber all das machen wir morgen. Ich habe auf jeden Fall Bock, in Alpiersbach was zu verändern, weil in Alpiersbach ist es ziemlich viel, was man verändern muss. Wir müssen einmal die Versorgung in der Stadt uns anschauen, wir müssen hier die Zuglinien uns anschauen, wir müssen hier das Ganze verlegen und dann kommen ja auch erst noch die Maschinen dazu. Das wird noch ein bisschen Arbeit,
aber ich habe da Lust zu. Und dann werden wir vielleicht auch mal dazu kommen, hier noch die, wenn wir das anliefern, hier die Gleise zu benutzen. Aber all das sehen wir morgen und ich denke mal vielleicht auch noch die Woche da drauf. Ich denke mal nicht, dass wir morgen fertig werden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch unterhalten. Und ich hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao.